Ja, hallo und einen schönen guten Tag. Es hat sich seit der gestrigen Folge ganz, 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 ganz viel geändert bei mir. Und zwar, ihr seht es vielleicht schon an Leras Haaren. Ich habe eine neue Grafikkarte bekommen. Und zwar eine, das sage ich jetzt nicht, sondern oben links ist ein Link, der führt euch zu dem Video, wie ich das Teil einbaue. Und ja, je nachdem, ich kann jetzt endlich in vollen Einstellungen spielen und das Aufnahmeprogramm oben, das Wasserzeichen, ist weg. Das heißt, ich kann jetzt endlich ganz ungestört einfach stundenlang aufnehmen, bis mir entweder meine Platte vollläuft oder ich keinen Bock mehr habe. Je nachdem, was ich halt mache. Gut, heute ist der 2.11.2013, Folge, was sagt der Zettel, 21. Danke an die Abonnenten mittlerweile. Ich habe hier irgendwie innerhalb von einer Nacht, ich hatte auf einmal sehr viele, zwar persönliche Nachrichten, aber es waren Nachrichten. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt so, wo ich gespielt habe, mal so ein bisschen den Benchmark getestet hier. Und wenn ich halt schnellere Bewegungen mache, also es ruckelt fast kaum, also es ist schon ganz geil. Ich spiele jetzt auf maximalen Einstellungen. Mehr ist bei Tomb Raider nicht möglich. Na, renn, Lara. Uah. Huch. Also der Haareffekt ist selbst für diese Karte ein ganz schönes... Ja, ich sag jetzt nicht Problem, sondern... Hey, 2 von 3 Teile gefunden fürs Gewehr. Also ein Problem ist es nicht, aber sie braucht schon ein bisschen länger Zeit. Was ist das denn? Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ein Grafikfehler. Na gut. Aber stört mich nicht. Gott, hier gibt es so viel zu erkunden. Ich glaube, dann wird das heute mal eine... Zack. Ach, was mache ich denn da? Falsch. Gut, gut. Zack, nochmal da hoch. Da haben wir auch noch nämlich Bergungsgut und Munition. Ja, wie dem auch sei. Ich habe halt jetzt eine neue Grafikkarte und ich muss sagen, ich finde sie bis jetzt eigentlich ganz geil. Das Video ist halt auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was macht denn der Vogel da? Sag mal, was ist denn los? Komm, habe ich eine neue Karte gespielt? Hier alles verrückt. Zufall. Alter, wo man hier überall hin kann. Da können wir hin und dahin. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal da hinten rum. Ich meine halt hier an diesem Ding lang. Mal gespannt, wo wir da hinkommen. Halt, da unten ist noch so ein Penis hier. Anzünden. Alles mitnehmen an Bergungsgut, was los ist. Ups. So, nimm mit. 2 von 3 Teile für die Schrotflinte. Schön. Fängt ja geil an, die Aufnahme. So, mal hier irgendwo noch was liegen. Sieht nicht so aus. Hopp. Darüber, darüber, darüber. Und dann haben wir da noch ein bisschen Bergungsgut. Kommt Lara darüber. Ich glaube, ich bin so ein bisschen jetzt im Kreis gelaufen. Das war natürlich geplant. Gut, da hoch kommen wir nicht. Uah. Ja, natürlich springen sollte man. Ah, hier geht's hoch. Na, darüber. So, jetzt aber. Hopp. Ist schon geil, irgendwie mit ganz hohen Einstellungen zu spielen. Hier das Licht, das hier sieht einfach geil aus. Das tut mir leid. Halt, ne mit. Und der Haareffekt, ich finde das so geil, einfach diese Haare. Tut mir leid.
Ups. Schalldämpfer, neue Herausforderung. Ah, hier waren wir schon. Ein von vier Alarmen deaktiviert. Schau an. So, weiter hoch können wir, glaube ich, nicht. Aber hier ist so ein Dingens. Können wir hier irgendwo nach unten? Hm. So. Hopp. Oh, hoppla. So, da können wir... Nein, da können wir nicht hin. Lara, lass los. Können wir da noch irgendwo rein? Nein. Was man hier alles... Ah, schau. So, was haben wir denn da? In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Das sieht aus wie so ein Knallbonbon irgendwie. Zündst du hier an und dann... Pff. Gut. Da lang. Ich laufe mal so rum, dann kann ich vielleicht besser was erkennen. Also mit einer kleineren Pistole, wir müssen ja hier nicht mit so einem Dingens rumrennen. Da ist auch noch was. Nummer 3. Und Nummer 2. Fuck. Wah! Bist du bescheuert? Nein! Ah! What? Das geht ja gar nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, nee, Alter, nee. Ach ja, jetzt, ich kann mich dran erinnern, jetzt müssen wir hier ein bisschen lange laufen. Ausbeuten. Da ist immer noch dieser Grafikfehler. Raff ich nicht. Ach, schau mal da. Nehmen wir natürlich alles mit. Entschuldigung. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir hier finden können. Ah, das hat er wenigstens gespeichert. Gut. So, da drüben. Da wissen wir, da gammeln irgendwelche Typen rum. Ich laufe jetzt mal anders da rein, irgendwie. Ach, Munition. Hm? Nichts da. Huch! Ah! Jetzt... Oh, okay. Soll ich da...
Wir tun die jetzt mal leise ausschalten. Einfach. Was? Alter, what the fuck? Was? Ruhe. Ja. Schade, ich habe gedacht, das bringt vielleicht was. Ah, schön, dass nach 10 Minuten die Aufnahme nicht mehr abbricht. Schau mal da. Noch etwas. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Und für was wird der verwendet? Ach ja, Moment, Inro, das war doch Geldbeutel, ne? Ja. Barackenstadt, Lage, Barackenstadt, okay. Finden wir hier wohl nichts mehr. Kommen wir noch weiter hoch? Nein. Ich habe schon gedacht, das Wildschwein merkt gar nichts. Oh, Lara. Vorsicht. Oh, ich bin so bescheuert. Hier haben wir unten, da unten haben wir angefangen. Das heißt, ich kann doch darunter. Nein, darunter, Lara. Danke. Hier ist eine Falle, ja? Ja. So. Genau. 3 von 3 Teile. Scheiße, ich brauche ein Lager. Ich brauche ein Lager. Dann laufen wir nochmal. Nein, tun wir nicht. Gibt auch einen einfacheren Weg. Bisschen anders, aber egal. So, nimm die Pfeile mit. Na. So, da hoch. So, nimm mit. Von hier aus können wir dann auch zum Lager zurück. Können wir noch. Ah, scheiße. Ein bisschen klettern. Genau. So. Da ist es. Basinga! So. Genau. Yeah. So. Laufmantel. Ein Laufmantel, der die Bedingungen erleichtert und dadurch den Schaden erhöht. Ja. Gepolsterter Schaft. Eine Polsterung von Gewehr und Griff. Stabilisiert der Waffe beim Feuern.
Nein. Laufmantel. So, gut. Okay, die Folge ist jetzt auch rum. Wir sind schon bei 15 Minuten 24. Das heißt, ich mache jetzt mal hier einen Folgenschnitt und dann rennen wir mal weiter hier in dieser Barackenstadt rum. Und ja, gucken dann mal, wo wir denn noch hinkommen, ne? Also dann. Scheiße Kiste. Ich wollte ein schönes Endbild. Moment, ich suche noch ein schönes Endbild, dann können wir... Ja, so passt's. Genau, gut. Also dann, wir sehen uns morgen wieder, ne? Den 3.11. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook. Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.